Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Risen. Ja, wir hatten in der letzten Folge die ganzen Leute hier kennengelernt, ein bisschen die paar Aufgaben für die erledigt und ein bisschen was über Broga in Erfahrung gebracht. Du lässt Sam Holz legen? Ich frag den mal. Warte, ich speichere vielleicht einmal, vorsichtshalber. Nur um sicher zu gehen, nicht, dass er mir aufs Maul haut. Du lässt Sam dein Holz sägen? Na und? Wirst du nicht, was dich das angeht? Wenn die Jäger nicht jagen, werden hier bald alle verhungern. Ach komm, jetzt machen wir mal halblang, als ob dich das interessiert. Ich warte doch nicht, bis Rachel, die Schlampe vom Don, die Holzvorräte verteilt. Am Ende gehe ich noch leer aus, was? Wer bin ich denn? Solange ich hier noch was zu sagen habe, arbeitet Sam für mich. Verstehe. Ich kann ihn immer noch sagen, mach deinen Scheiß allein. Aber ich glaube, wir müssen mit dem Fleisch zu Rachel gehen, oder? Ich gehe mal zu ihr. Ich habe jetzt von ein paar Leuten hier jetzt ein bisschen Fleisch bekommen. Rachel? Übrigens. Broga zwingt den Jäger Sam, für ihn zu arbeiten? Er sägt den ganzen Tag Brogas Holz. Was? Der Mistkerl soll jagen gehen? Was glaubt Broga eigentlich, wie ich die Säcke hier füttern soll? Ohne Fleisch. Geh und regel die Sache. Ich will das Fleisch. Broga versagt den Arbeitern Hilfe gegen die Gefahren aus dem Sumpf? Dieser Mistkerl. Hab ich's mir doch gedacht. Der soll bloß so weitermachen. Gut, danke für die Nachricht. Mach weiter so. Ich habe das Gefühl, du bist auf dem richtigen Weg. Oh, das höre ich gern. Sehen. Louis behauptet, dass Broga den Don ablösen will. Ha, das habe ich auch gehört. Aber tritt doch mal gegen Broga an. Auf einmal weiß niemand mehr von irgendwas, weil sie Angst haben. Es ist immer das Gleiche. Tja, ich fürchte, wir brauchen schon ein wenig mehr als nur die Aussage von einem betrunkenen Jäger. Wegen deines Lagers. Ich besorg dir dein Fleisch. Na, endlich mal einer, der anpacken will. Ich brauche 10 Keulen rohes Fleisch. Wenn du mir das Fleisch bringst, kriegst du ausnahmsweise auch ein wenig Gold von mir. Na dann. Wer von den Jungs ist hier überhaupt ein Anführer? Geh und rede mit ihnen. Du wirst schon sehen, wer hier was zu sagen hat und wer nicht. Die Artefaktkisten werden wieder geliefert. Sehr gut. Wird auch Zeit. Mein Mann wurde schon misstrauisch. Davon habe ich noch ein Bier gesehen. Du Dieb, ich bring dir Manieren bei. Ein Dieb. Wo ist sie hin? Hinterher. Geschieht hier recht. Okay, ich wurde nicht getötet. Wo ist aber Rachel hin? Die ist auf einmal despawned. Ach, da oben. Ich hab da einen Pfeil im Arm. Ich wurde nicht getötet. Immerhin. Vielleicht war das ein Bug oder so. Jetzt muss ich einmal kurz zum Wasserspender mir ein bisschen Leben aufladen. Es hat gespeichert. So. Noch ein bisschen. Aber das automatische Speichern hier, ich finde das super, dass es das tut. Einmal noch und dann sind wir wieder voll. Okay, und zu Sarah wollte ich auch nochmal gehen und gucken,
wo sie ist, ob sie da noch rumlungert. Aber erstmal bin ich da hier zum Jäger. Ja, da hinten irgendwo, den betrunkenen Jäger. Oder Hawken? Ich habe auch noch anderes zu tun. Ja, okay. Handlanger. Oh, da hinten läuft er noch. Der eine. Louis. Bier für eine, Information. Ein Bier für eine Information. Klar. Her damit. Hier die Flasche, hier, bring mir was über die Jagd bei. Wie schafft es Broga, dass alle Angst vor ihm haben? Ja. Wie schafft es Broga, dass alle Angst vor ihm haben? Ein Falzpinsel. Das ist ganz einfach. Er ist der stärkste Kämpfer im Lager. Den hat noch keiner umgehauen. Okay, wie kriege ich Broga dazu, dass er mir mit mir in der Arena steigt? Ja, wie kriege ich Broga dazu, dass er mit mir in die Arena steigt? Das ist doch nicht dein Ernst, der Kleinholz aus dir. Ja, ja, erzähl mir lieber, was ich wissen will. Das Einzige, was den Kerl aus der Reserve. Aus der Reserve lockt? Genau, ist Angst. Angst, seine Machtstellung im Lager zu verlieren. Wenn einer kommt, den alle respektieren, wird er aufmerksam. Mach all seine Krämpfe in der Arena platt. Und er wird selbst testen wollen, wie gut du wirklich bist. Verstehe. Hab ich noch Bier? Hier, weißt du, was weißt du über die Bruchstücke des Goldenen Schwertes? Hier. Was weißt du über die Bruchstücke des Goldenen Schwertes? Ah, ja. Pass auf. Die sind hier überall verteilt. Craig hat eins. Ich war ihn schon mal gesehen. Und der Idiot. Wer? Na, der Kämpfer Durkan. Große Fresse, nix dahinter. Der Idiot eben. Der hat auch eins. Und der blöde Broga, klar. Der sitzt da drauf. Wie eine Glucke. Was ist eine Glucke? Müsste ihn schon umhauen, um da ranzukommen. ja. Ich hab auch eins. Ach, sag bloß. Ein Bier für das goldene Bruchstück? Ein Bier für das goldene Bruchstück? Nur eins, das mindestens zwei wird. Ich suche den Kämpfer Dorgan. Was weißt du über ihn? Ich suche den Kämpfer Dorgan. Was weißt du über ihn? Der Idiot ist da hinten in einer Höhle im Osten. Ist seitdem nicht mehr rausgekommen. Wird mich nicht wundern, wenn er von den Viechern da drin gefroren ist. Ich verstehe schon. Denke ich. Solltest du nicht eigentlich jagen? Ich sag das noch nicht. Vielleicht, welcher Höhle? Da hinten wahrscheinlich, bei dem, ich speichere nochmal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier überleben werde. Das werde ich nicht überleben. Louis? Achtung, jetzt komm ich! Louis? Das habe ich schön überlebt. So, okay, da gehe ich lieber noch nicht hin, solange ich nicht,
noch nicht stark genug bin. Dann gehen wir einmal zurück Richtung Sarah. Ich will gucken, wie es ihr geht. Und ich glaube nicht, dass ich sie hier haben will bei den Banditen. Die sind doch eher... Ich weiß nicht, was die mit ihr anstellen würden, wenn ich die hier schicken würde. Dann doch lieber vielleicht in die Stadt. Die Stadt wollen wir uns auch nochmal ansehen. Vorausgesetzt, wir finden die auch. So, hier will ich mal alles mitnehmen. Großer Sumpf. Was ist da? Ich speichere noch einmal. Nein, nicht Einstellung. Hier. Was ist das hier? Hier einfach ein großer Pilz. Hier sind Untote. Okay, da... Da gehe ich mal lieber nicht hin. Wo geht's wieder runter? So, das führt zum großen Sumpf. Was war das hier nochmal? Da waren doch die Weißen, oder? Das sind die Weißen. Kann das sein? Halt! Im Namen des Inquisitors! Ordenskrieger, Du hast keine Chance gegen uns. Ja. Yo! Ich glaube, das war ein Fehler, hierher zu kommen. Wir sehen ihn doch an. Und wieder einer mehr für die Festung. Was? Warte mal. Meine Waffe ist weg. Pallas? Aha, ein weiterer Rekrut. Die Wachen haben dich hergebracht, weil du gegen das Gesetz verstoßen hast, nicht wahr? Welches Nee, das ist eine Verwechslung, das ich kann das erklären. Du wusstest nicht, dass es verboten ist, sich draußen aufzuhalten. Ich wusste nicht, dass es verboten ist, sich draußen aufzuhalten. Keine Ausflüchte. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Na schön, ich bin ein Gesetzloser. Und? Was passiert jetzt mit mir? Na schön, ich bin ein Gesetzloser. Und? Was passiert jetzt mit mir? Als Rekrut des Ordens wirst du wie jeder andere auch die Grundausbildung absolvieren. Dort wirst du im Kampf mit dem Stab ausgebildet. Danach bekommst du die Chance, die Grundlagen der Magie zu verstehen und ein Krieger des Ordens zu werden. Wozu anscheinend nicht jeder in der Lage ist. Naja, falls du für die Magie geeignet bist, werden wir dich mächtige Kampfsprüche lehren. Aber... Geh nun. Bruno, der Rekrut, wird dir deinen Rock geben und dir alles Weitere erklären. Nee, ich will das nicht. Warte. Nein, nein, nein. Ich will das nicht. Hallo, Laden. Das will ich nicht. Alles andere ist jetzt abgebrochen. Nee, dann gehen wir da nicht nochmal hin. Ich will das nicht. So, da gehe ich nicht nochmal hin. Ich gehe aber auch nicht nochmal dahin. Ja. Mist. Ah. Ja. Ich glaube, den Kampf werde ich auch verlieren. Ja.
Ich wollte jetzt auch nicht gegen die Wölfe kämpfen. Ich wollte nur zurück zu Sarah. Ich glaube, ich komme hier gerade erstmal gar nicht weit. Grünblatt? Was ist das da? Nichts, okay. Da gehen wir nicht hin und an den Wölfen versuchen wir auszuweichen. Noch ein Keiler, ein paar Keiler. So, das ist das, wo wir, wie hieß er nochmal? Der hier gewartet hatte. Er hier. Hat er sich schon um Sarah gekümmert? Neil. Zeig mir den Weg zur Hafenstadt. Ja, wir gehen erstmal zu Sarah. Ich will mal gucken, wie es hier geht. Aber Teil der Inquisition möchte ich nicht werden, ne? Vor allem zwangsrekrutiert. Einmal kaputtgehauen, sofort. Ich finde das cool, dass man dann irgendwie auch wirklich gezwungen wird, Teil davon zu sein. Dass man dann nicht einfach hier kaputt gehauen wird, alles weggenommen und dann liegt man da irgendwie. Aber dass man dann quasi zwangsrekrutiert wird. Ich will aber lieber doch Teil der Banditen sein, dann eher. Oder ich gucke mir die Hafenstadt mal an. Sarah. Lass dich nicht unterkriegen. Okay. Dann soll mir Neil den Weg zur Hafenstadt mal zeigen. Vielleicht komme ich da auch leichter an eine Rüstung ran. So, den Tempel hatten wir ja schon, aber da war ja kein goldenes Wertstück. Viecher kämpfe ich mal lieber nicht. Ich glaube, da lang geht zur Hafenstadt. Zeig mir den Weg zur Hafenstadt. Zeig mir den Weg zur Hafenstadt. Kein Problem, folge mir. Okay, das hier war richtig geschätzt. Hafenstadt. Hat die Hafenstadt auch einen Namen? Siehst du den Bauernhof unten im Tal? Klar, ist ja nicht zu übersehen. Dort unten arbeiten einige Novizen. Du erkennst sie an ihrer braunen Kleidung. Novizen sind Lehrlinge der Magier aus der Vulkanfestung. Sprich mit ihnen. Sie werden dir helfen, zur Hafenstadt zu kommen. Aber hüte dich vor den Weißen. Sie arbeiten mit den Magiern zusammen. Die verstehen keinen Spaß. Wenn sie dich erwischen, hauen sie dich um und werfen dich in die Vulkanfestung. Danke, ich denke, ich hab's kapiert. In Ordnung. Dann gehe ich mal wieder auf meinen Posten. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Wir sehen uns. Okay, vielleicht einmal kurz speichern. Nur um sicherzugehen, dass ich jetzt nicht auch wieder kaputt gehauen werde. Noch mehr von den Viechern. Die Pflanze sieht interessant aus. Das gelbe hier, was ist das? Nix. Noch ein paar Hühnchen. Tristan! Willkommen, Fremder. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich komme auch nicht von hier. Ich bin Schiffsbrüchiger. Ich hoffe, du weißt, dass es verboten ist, auf der Insel frei herumzulaufen, ja? Naja, soll mir recht sein. Solange dich die Ordenskrieger hier nicht sehen. Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Tristan. Ich bin Novize der Magie. Ich habe hier die Aufsicht.
Diese ehrenvolle Aufgabe ist mir direkt vom Bund der Magier verliehen worden. Und was ist das hier für ein Ort? Was ist das für ein Ort hier? Du bist hier auf einem Bauernhof, der der Inquisition untersteht. Wir bestellen das Land und sorgen uns um die Tiere hier. Unsere Arbeit sichert den Wohlstand und die Versorgung der Armee des Inquisitors Mendoza. Mendoza? Was haben die Magier mit der Inquisition zu schaffen? Was haben die Magier mit der Inquisition zu schaffen? Der Bund der Magier hat hierzulande schon sehr lange seinen Sitz in der Festung am Fuß des großen Vulkans. Es war ein Ort des Studiums und des Glaubens, bevor die dunkle Welle das ganze Land erschütterte und die emporgestiegenen Tempelruinen das Land bedrohten. Es ist ein Segen, dass sich der Inquisitor der Probleme und Bedürfnisse der Menschen auf dieser Insel angenommen hat. Die Magier unterstützen ihn mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, damit das Böse so schnell wie möglich wieder gebannt werden kann. Aus diesem Grund ist die Vulkanfestung heute sowohl Ausbildungslager für Rekruten der Inquisition als auch hohe Residenz der Magier. Verstehe. Was würdest du tun, wenn du an meiner Stelle wärst? Nun ja, du wirst dich einer Gemeinschaft anschließen müssen. Allein wirst du in der Wildnis nicht lange überleben. Vielleicht wärst du am besten beraten, dich von den Ordenskriegern zum Rekruten ausbilden zu lassen. Die Ausbildung am Kampfstab und die Lehre der Grundbegriffe der Magie würden dir sicher gut liegen. Vielleicht aber willst du dich dem Gesetz nicht beugen, dann wärst du bei den kämpferischen Banditen besser aufgehoben. Es kann aber auch sein, dass du genauso wie wir Novizen in die Geheimnisse der hohen Magie eingeweiht werden willst. Diese Wahl musst du für dich allein treffen. In jedem Falle aber wirst du in der Hafenstadt für jede dieser Gemeinschaften einen geeigneten Vertreter finden, der dir weiterhelfen kann. Also wenn ich du wäre, würde ich dorthin gehen. Okay, kannst du mich zur Hafenstadt bringen? Ich kann hier nicht weg, Fremder. Ich trage große Verantwortung hier auf dem Hof. Aber Bruder Tellur wird dich sicher dorthin begleiten, wenn du das wünschst. Großartig. Nicht so schnell, Fremder. Wenn du willst, dass wir dir helfen, wirst du uns deine Hilfe sicherlich nicht verwehren, oder? Kommt man denn in die Hafenstadt hinein? Das Gesetz des Inquisitors besagt, dass sich niemand außerhalb der Stadt aufhalten darf. Zurzeit wird das Haupttor der Stadt von den Ordenskriegern bewacht. Du kannst dort nicht einfach so hereinspazieren, Fremder. Ach komm, ihr Novizen wisst doch sicher, wie man da reinkommt. Nun ja, es gibt einen Weg, aber der ist nicht leicht zu finden. Die Hafenstadt hat noch einen Hintereingang oben im Norden. Soviel ich weiß, wird dieser nur von der alten Stadtgarde bewacht. Vielleicht hast du Glück und sie lassen dich dort hinein. Handelt hier auf dem Hof auch? Handelt ihr hier auf dem Hof auch? Handeln? Mit wem denn? Außer den Banditen gibt es hier draußen niemanden. Was ist mit mir? Handelt ihr mit mir? Besonders viel habe ich dir nicht anzubieten, aber vielleicht ist ja was Nützliches für dich dabei. Lass uns handeln. Hat er eine Rüstung? Er hat keine Rüstung. Aber ich kann ihm das hier andrehen. So, Goldwert unverkäuflich. Händler geben. Ja, komm, das biete ich ihm an. Was habe ich hier? Ich glaube, die Dinger werde ich noch alle brauchen. Milch und so. Habe ich hier sonst noch was? Fackeln. Spitzhacke. Mache ich mal eine weg. Davon mache ich zwei weg. Heugabel brauche ich nicht. Besen brauche ich nicht. Säge brauche ich nicht. Hornmuschel. Eine Flöte. Es gibt Menschen, die können damit umgehen. Ich gehöre nicht dazu. Gut, dann weg damit. Frühstück eines Schwertes. Perle. Krallen. Zähne. Hügelstaub. Schale ist ein Nautilus. Diese kleinen Tiere wurden in jedem noch so kleinen Loch. So Knochen. Was habe ich hier? Ich gebe dir noch 110 Gold dafür. Okay. In Ordnung, was soll ich für euch tun? Sprich mit meinen Brüdern hier auf dem Hof und mach dich nützlich. Wenn wir deine Hilfe nicht mehr benötigen, werden wir deinem Wunsch entsprechen und dich zur Hafenstadt begleiten.
Okay, ich kann mit ihm nur noch handeln. Die Wurst. Hansen. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Nicht gut. Ich habe wohl die undankbarste Arbeit unserer gesamten Gemeinschaft. Was ist dein Problem? Wölfe. Ein Rudel hungriger Wölfe macht mir das Leben schwer. Meine Schweine waren mal 6 an der Zahl. Und nun sieh dir an, was davon noch übrig geblieben ist. Woher kommen die Wölfe? Woher kommen die Wölfe? Drüben im Norden gibt es eine kleine Höhle. Ich war noch nicht dort, aber ich möchte wetten, dass sie sich irgendwo dort ihr Versteck gesucht haben. Habt ihr denn niemanden, der euer Vieh beschützt? Habt ihr denn niemanden, der euer Vieh beschützt? Die Krieger der Inquisition kümmern sich mehr um das Gold aus den Tempelruinen, als uns Novizen vom Bund der Magier zur Hand zu gehen. Wir sind auf uns allein gestellt. Gleichsam kommen sie aber regelmäßig hier vorbei und fordern ihren Tribut ein. Ich will mich ja nicht beschweren. Ich habe es mir ja selbst so ausgesucht. Aber manchmal ist es schon zum Verzweifeln. Ihr werdet also von den Ordenskriegern ausgebeutet? Naja, das kann man so nicht sagen. Die Magier beugen sich dem Gesetz des Inquisitors. Sie sind der Meinung, dass das der einzige Weg ist, um uns und die gesamte Insel vor dem nahenden Bösen zu schützen. Wir Novizen werden von den Magiern dazu angehalten, uns neutral zu verhalten, solange die Dinge so sind, wie sie gerade sind. Deshalb haben wir auch nichts von den Banditen zu befürchten, weil sie wissen, dass wir ihnen nichts tun. Leider hilft uns das bei den wilden Tieren der Umgebung hier herzlich wenig. Hungrige Wölfe? Genau mein Ding. Hungrige Wölfe? Genau mein Ding. Es ehrt dich, dass du mir helfen willst, aber ich muss dich warnen. Die Biester sind schon seit einigen Tagen nicht mehr hier gewesen. Ich schätze, sie kommen um vor Hunger und sind dadurch besonders gefährlich. Danke für deine Zuversicht. Wie auch immer, trotzdem viel Glück. Wenn du in 2 Tagen nicht wieder da bist, gehe ich davon aus, dass sie dich erwischt haben. Na toll. Okay. Hungrige Wölfe. Im Norden soll eine Höhle sein. Dort vielleicht? Ja. Vorsichtshalber. Ist hier noch einer hinter mir? Alter. Ja. Mist. Mist! Ach, komm schon! Das war so knapp! So, okay, noch ein Versuch. Alter. Okay, den habe ich geschafft. So. Jetzt, mal gucken, gibt es hier irgendwie die Möglichkeit, an einem Wasserdruck oder so mich zu heilen? Besitzen die sowas? Benny? Ich glaube, die besitzen hier sowas nicht. Oh, den nehme ich mit. Was willst du hier? Buchständer, darf ich das lesen? Hier steht etwas über Magie. Okay, das bedeutet wahrscheinlich, ich muss mir sowas hier einverleiben.
Ich glaube, hier bin ich falsch. Das ist eine Mine? Ich muss jetzt... Hä, wo waren das jetzt mit den Wölfen? War es doch hier? Ja, das war hier. Ogerwurzel? Gold, nehme ich mit. Mana-Trank, Bier, Krautstängel. Ist das Sumpfkraut? Kleiner Diamant. Überall auch immer Erdbeben. Nein, nur einer. Ich brauche Hilfe. Hilfe! Warte, hier kommt Hilfe! Ja, Hilfe auch! So. Er steht noch! So ist es richtig! Na bitte, geht doch! War ein Klacks. Oh, Reiselust. Nochmal zur Mine. Ich hoffe, das war's dann auch. Warte, nochmal speichern. Heilkraut. Hier noch, da ist noch ein Wolf. Lebensenergie plus 30. Heilkraut nochmal Leben plus 10. Und nochmal plus 10. Ich hoffe, das ist der letzte. Ja. 4 von 5 habe ich geschafft. Da ist noch einer. Eisenerzbrocken. Immer viel speichern. Wir haben es geschafft. Noch ein Mana-Pilz. Da geht's auch noch weiter. Ich traue mich aber nicht wirklich, hier irgendwie groß weiterzugehen. So, das gehört definitiv aber gespeichert. So, Goldader. Schürfen verstehe ich nichts. Okay, ich muss schürfen lernen. Wie oder wo lerne ich schürfen? Also über welchen Lehrer? Okay, wir gehen zurück. Hier riskiere ich mal erstmal nichts. Wie sieht es eigentlich hier mit den Dings aus? Lebensenergie 56 von 116. Lernpunkte 25. Wir müssen die mal irgendwie investieren. Sortiere ausweiten haben wir gelernt. Da haben wir einen Punkt.
Sonst haben wir nirgendwo was. Okay, Alchemie. Du kannst kleine Tränke herstellen. Du kannst Tieren das Fell abziehen. Mit den nötigen Anleitungen kannst du Tiere noch weiter verwerten. Erstmal gucken, was ich hier wo wie lernen kann und so. Ich werde aber wahrscheinlich, wie immer, einen Schwertkampf geben. Handsome. Hey, du! Ich muss dich warnen. Ein Krieger des Ordens ist auf unseren Hof gekommen. Als hätte ich es geahnt. Du dürftest ja eigentlich gar nicht hier sein. Hör zu, wenn er dich sieht, dann bist du erledigt. Er wird dich niederschlagen und in die Vulkanfestung bringen lassen. Und was jetzt? Wir müssen warten, bis er wieder weg ist. Am besten, du folgst mir unauffällig und verschanzt dich in unserem kleinen Lagerhaus. Dort steht ein Bett. Leg dich dorthin und schlaf erstmal eine Runde. In ein paar Stunden ist der Ordenskrieger weg. Alles verstanden? In Ordnung. In Ordnung. Alles klar. Los geht's. Und pass auf, dass er dich nicht sieht. Speichern? Okay, von Ordenshütern will ich wirklich in Ruhe gelassen werden. Ich will mit denen nichts zu tun haben. Hier darf ich... Meint er hier? Diese, das hier als Lagerhütte? Bis Mittag schlafen. Die Luft ist rein. Der Ordenskrieger ist wieder gegangen. Puh, das war knapp. Wenn er dich erwischt hätte, wärst du jetzt schon auf deinem Weg in die Vulkanfestung. Nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Ja, die hungrigen Wölfe sind übrigens erledigt. Deine hungrigen Wölfe sind erledigt. Du hast sie getötet, ja? Das ist gut. Dann kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Hier, nimm dies als Dank von mir. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Ich hoffe, dass du deinen Weg finden wirst, mein Freund. Das hoffe ich auch. Leb wohl. Und nochmals vielen Dank. Ach, kein Thema. Die Erfahrungspunkte wollte ich eh haben. Tristan? Wegen deines Hofes? Wegen deines Hofes. Die hungrigen Wölfe in der nahegelegenen Höhle sind erledigt. Die hungrigen Wölfe in der nahegelegenen Höhle sind erledigt. Das ist die beste Nachricht seit langem. Das hast du vortrefflich gemacht, Fremder. Nimm dies als Lohn. Okay, 25 Gold und 50 Erfahrung. Das ist schon mal gut. So, Benny. Bist du verrückt, hier herumzuspazieren? Was meinst du, was die Inquisition mit dir macht, wenn sie dich hier erwischen? Die werden mich in die Vulkanfestung packen und mein schönes Schwert gegen einen Stab austauschen. Was machst du da? Was machst du da? Ich arbeite auf meinem Feld. Auf deinem Feld? Ich habe dieses Kornfeld hier zu bearbeiten. Das Feld auf der anderen Seite des Weges ist Tellurs Aufgabe. Er ist natürlich wieder mal viel weiter als ich. Tellur hat schon seine ganze Ernte ins Lagerhaus gebracht. Aber ich fürchte, ich werde es nicht rechtzeitig schaffen, bis die Ernte abgeholt wird. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Naja, lass es mich mal so sagen. Wenn du mir helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Oh, wie dankbar genau? Ich bin nur ein Novize und habe nicht viel. Aber wenn du das Korn von meinem Feld erntest und zu mir bringst, würde ich dir dafür einen Heiltrank geben. Was sagst du dazu? Okay, einen Heiltrank können wir gebrauchen. Abgemacht. Ich bringe dir das Korn von deinem Feld. Abgemacht. Ich bringe dir das Korn von deinem Feld. Großartig! Dann schaffe ich es vielleicht doch noch bis zum nächsten Mond, meine Ausbildung als Magier anzutreten. Geh auf mein Feld und sammle alle Kornpflanzen ein, die reif genug sind. Wenn du 10 gesammelt hast, komm wieder und bring sie mir, ja? Okay. Korn. Huhn kann ich nicht mitnehmen. Kann ich das... Da ist noch ein Korn.
Also den tue ich die eher schlecht als recht. Ne, Hühner kann ich nicht. Kann ich Hühner streicheln? Da war noch ein Korn. Hier fehlen irgendwo noch... Da war noch ein Korn. Ein Korn noch. Korn. Okay, Benny. Hier sind deine 10 Kornpflanzen. Hier sind deine 10 Kornpflanzen. Danke, mein Freund. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, bevor ich richtigen Ärger bekommen hätte. Hier hast du den versprochenen Heiltrank. Nice. Okay, und das ist dann Tellu? Pass auf, wo du hintrittst. Das Korn hier auf meinem Feld ist ziemlich empfindlich. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Nein, ich habe schon das Wichtigste erledigt, was auf meinem Feld zu tun war. Trotzdem danke für dein Angebot. Okay, ich gehe dann einmal kurz zu Tristan. Wegen deines Hofes? Wegen deines Hofes. Tello hat nichts zu tun für mich. Tello hat nichts zu tun für mich. Er ist schon lange mit seiner Arbeit fertig. Ja, Tellur ist unser Bester. Eines nicht allzu fernen Tages wird er uns allen noch etwas beibringen können. Die Kornernte hat sich erledigt. Die Kornernte hat sich erledigt. Gut, danke für die Nachricht. Hier hast du ein paar Münzen. Tja, Benny ist unser Sorgenkind. Ohne tatkräftige Hilfe wird er es nicht weit bringen. Er sollte vielleicht noch einmal seinen Wunsch, Magier zu werden, überdenken. Ich denke, auf deinem Hof gibt es nichts mehr zu tun für mich. Ich denke, auf deinem Hof gibt es nichts mehr zu tun für mich. Gut, dann steht es dir nun frei zu gehen, Fremder. Hier hast du ein paar Dinge, die dir auf deinem Weg nützlich sein können. Bitte eine Rüstung. Möge dich die heilige Flamme schützen. Wenn du immer noch zur Hafenstadt willst, dann geh nun zu Bruder Tellur. Er wird dir den Weg zum Hintereingang der Stadt zeigen. Danke. Okay, keine Rüstung bekommen. Ich möchte eine Rüstung haben. Tellur? Tristan sagt, du sollst mich zum Hintereingang der Hafenstadt bringen. Tristan sagt, du sollst mich zum Hintereingang der Hafenstadt bringen. Kein Problem. Es ist aber ein weiter und gefährlicher Weg, musst du wissen. Bereite dich also darauf vor. Okay, dann einmal vielleicht speichern. Ich bin bereit. Auf zur Hafenstadt. Gut, folge mir. Aber bleib dicht hinter mir, klar? Okay, ich hoffe, ich überlebe. Ach, noch mehr von diesen Viechern. Die Insel ist voller Gefahren. Auch dieser See hier unten. Ich sehe schon aber zwei. Aber wenn du auf dem Steg bleibst, kann dir nichts passieren. Komm, weiter geht's. Okay, auf dem Steg soll ich sicher sein. Das bezweifle ich. Und wenn die zu nah sind, dann greifen die mich wahrscheinlich auch an. So, hier geht's runter zum Haupttor der Hafenstadt. Aber jemand wie du ist besser beraten, wenn er nicht darunter geht. Du würdest nur einem Trupp Ordenskrieger in die Arme laufen. Naja, und was die mit dir anstellen, brauche ich dir ja sicher nicht mehr erzählen, oder? Hab's kapiert, geh weiter. In Ordnung, hab's kapiert, geh weiter. Gut, dann mal los. Okay, da geht's zum Haupttor. Wenn du diesem Weg hinauf folgst, wirst du zur Vulkanfestung gelangen. Aber was rede ich? Überall auf der Insel sind Schilder aufgestellt, die dir den Weg weisen, wenn du dich verlaufen hast. Verstehe. Soll ich dich noch weiterführen? Ja, geh weiter. Ja, geh weiter. Gut, na dann komm. Da nicht hingehen, okay. Also Teil der Ordenskrieger will ich nicht werden. Dann doch lieber Bandit. Gibt's hier noch eine dritte Fraktion? So, den Rest bis zum Hintereingang der Stadt musst du alleine gehen. Es ist aber nicht mehr weit.
Halte dich von hier ab Richtung Süden, durch den schmalen Korridor dort. Immer weiter nach Süden und du wirst auf eine hohe Felswand treffen. Dieser folgst du einfach weiter. Sie wird dich direkt zum Stadttor führen. Und was passiert dann? Ich vermute, dass eine Wache der alten Stadtgarde vor dem Tor steht. Naja, aber ich schätze, dir wird schon was einfallen, wie du den Wachposten überredest, dich passieren zu lassen. Überreden? Wie soll das laufen? Sagen wir mal so, wenn du genug Gold dabei hast, wirst du seine ganze Aufmerksamkeit haben. Das war schon immer so bei den Jungs der alten Stadtgarde. Verstehe. So, ich muss jetzt wieder zurück zu meinem Kornfeld. Viel Glück und lass dich nicht unterkriegen. Kann man sich der alten Stadtgarde auch anschließen? Ach ne, Wölfe. Einfach Richtung Süden. Was ist das da? Okay, paar Gnome. Okay, der war leichter als gedacht. Ist hier noch ein Wolf? Da ist noch ein Wolf. Oh, da drei Wölfe. Ja. Ja. Hey. Okay, den Kampf werde ich nicht überstehen. Oder doch? Oh, das ist ein richtiger Wolf. Nee, die kam. Cam. Ja. Überlebt. Boah, ich dachte schon, es ist gleich vorbei mit mir. So, Inventar. Erstmal gucken. Kleinen Heiltrank. Nehme ich vielleicht mal zu mir. Und vorsichtshalber nochmal. Speichern. Gut, dass der dritte uns da nicht hinterher gejagt hatte. Der hier irgendwo war. Ne, das ist ein Igel. Stachelratte. Tja. Tja. Immer schön. Okay, vielleicht erstmal bessere Rüstung und besseres Schwert. Versuchen erstmal an dem vorbeizuschleichen. Ja. Ich will nur vorbei. Ich tue euch nichts, wenn ihr mir auch nichts tut. Oh nein. Renn! Ich glaube, ich bin hier irgendwo falsch abgebogen.
Da ist jemand. Hilf mir! Hilfe! Hey du, was machst du hier draußen? Weißt du nicht, dass es verboten ist, sich außerhalb der Stadt rumzutreiben? Deshalb will ich ja rein. Deshalb will ich ja rein. Du hast Glück. Die wenigen, die versucht haben, noch reinzukommen, haben es am Haupttor versucht. Die sind jetzt alle in der Vulkanfestung. Die Deppen sind direkt der Inquisition in die Arme gelaufen. Hier am Hintertor laufen die Dinge ein wenig anders. Wenn du ein bisschen Gold rüberschiebst, können wir über alles reden. Was verlangst du damit, du mich in die Stadt lässt? Was verlangst du, damit du mich in die Stadt lässt? 100 Goldstücke musst du mir schon geben. Dafür mache ich das Tor auf und stell keine Fragen. Außerdem muss dir klar sein, dass du hier nicht kommen und gehen kannst, wie du willst. Wenn du erst einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Ja, okay. Wie ist die Situation in der Stadt? Wie ist die Situation in der Stadt? Seit Don Esteban die Stadt verlassen hat, weht hier ein anderer Wind. Die Inquisition hat jetzt das Sagen. Als erstes wurden die Bauern in die Stadt gebracht und anschließend beide Tore verriegelt. Das ist das neue Gesetz des Inquisitors. Und Kommandant Carlos lässt jeden, der dagegen verstößt, in die Vulkanfestung bringen. Du verlangst schon eine Menge Gold. Du verlangst eine Menge Gold. Sei froh, dass ich dir nicht das Doppelte abnehme. Aber ich bin ja kein Arschloch. Ich lasse mit mir handeln. Also, wenn du nicht genug Gold dabei hast, kannst du mir ein paar von den Sachen verkaufen, die du gefunden hast. Was kannst du mir über den Kommandant Carlos sagen? Was kannst du mir über Kommandant Carlos sagen? Er ist der neue Chef der Stadt. Zusammen mit seinen Ordenskriegern versucht er, Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Was meinst du mit versuchen? Ich meine, die Banditen des Don werden sich ihre Geschäfte nicht wegnehmen lassen, klar? Noch ist es ruhig, aber das kann sich jederzeit ändern. Erzähl mir von Don Esteban. Erzähl mir von Don Esteban. Die meisten Leute glauben vielleicht, er wäre vor der Inquisition geflohen, aber das ist nicht wahr. Ist das nicht? Nein. Er hat sein Lager im Sumpf aufgeschlagen und jetzt holt er selbst das Gold aus den Ruinen. Das ist es nämlich, worum es hier geht. Das Gold. Er hat nur ein paar seiner Banditen in der Stadt zurückgelassen, die seine Geschäfte weiterführen sollen. Was passiert in der Vulkanfestung? Was passiert in der Vulkanfestung? Es heißt, sie trainieren dich. Aber jeder hier weiß, dass du da oben verzaubert wirst. Wie soll ich das denn verstehen? Ein paar der Burschen, die sie in die Vulkanfestung gebracht haben, sind wieder in der Stadt. Vorher haben sie es mit den Gesetzen nicht so genau genommen. Und jetzt folgen sie blind dem Inquisitor. Vielleicht wurden sie einfach nur überzeugt? Vielleicht wurden sie einfach nur überzeugt. Mich kannst du vielleicht mit ein paar Goldstücken überzeugen, aber was der Inquisitor mit denen gemacht hat, ist viel schlimmer. Ich sage dir, er hat sie verzaubert. Also, was erwartet mich in der Stadt? Jedem anderen würde ich raten, den Kopf unten zu halten. Aber du siehst nicht so aus, als wenn du Ärger aus dem Weg gehst. Kommt drauf an. Sag ich ja. Also, wenn du vorhast, dich in irgendwelche Geschäfte einzumischen, wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Entweder du arbeitest für den Orden oder du hilfst den Banditen. Eine andere Chance hast du nicht. Für wen arbeitest du? Und für wen arbeitest du? Ich gehöre zur alten Stadtwache. Wir unterstehen jetzt dem Befehl von Kommandant Carlos. Und das gefällt dir wohl nicht? Mit den Ordenskriegern kann man keine Geschäfte machen. Das war früher anders. Der Don war immer offen für ein gutes Geschäft. Du meinst, ihr habt euch bezahlen lassen? Nenn es, wie du willst. Ein Geschäft ist ein Geschäft, genauso wie unser kleiner Handel. Ja, vielleicht gehe ich doch ein andermal hierhin. Ich habe hier draußen noch zu viel zu tun. Für die Banditen. So, da gehe ich mal lieber nicht hin. Ich glaube, ich bleibe doch lieber bei den Banditen, Teil von denen. Na, Gold,
Goldmünze. Noch eine Goldmünze. Wieso liegt hier so viel Gold? Ein Grog? Warum liegt hier so viel Gold? Kann man eigentlich hier anfangen zu brennen, wenn man ins Feuer geht? Nee, schade. Ui, nein. Okay, also es hat selber gespeichert. Okay, gut. Ja, dann gehen wir vielleicht lieber erstmal zurück zu den Banditen. Gucken mal, was wir da vielleicht machen können. Dann würde ich lieber Teil der Banditen sein. Weil dann kann ich hier draußen ja noch frei rumlaufen. Das Erz. Was ist das für ein Erz? Eisenerz. Aber ich habe so das Gefühl, hier kann man, glaube ich, sich nur zwei Lagern anschließen. Den Banditen oder der Inquisition. War das der Weg, von wo ich kam? Und ich glaube, das sind auch beides die großen Gegenspieler voneinander. Ja, von hier kamen wir. Da ist die Vulkanfestung. Alter. Was haben wir hier? Ein Druidenschierling. Okay, die Festung geht bis nach ganz da oben. Finde ich nice. Und dann würde ich mich lieber den Banditen anschließen, statt der Inquisition und ihrer Zwangsrekrutierung. Denn ich mag es nicht, gezwungen zu werden für irgendwas. Dann bin ich lieber freiwillig bei den Arschlöchern da unten, bei den Banditen. Vor allem auch. Ja, okay, ist auch ein bisschen doof. Wir sind hier Schiffbrüchiger. Und dann, hier die Gesetze so, dass man sich nicht draußen aufhalten darf. Schon ein bisschen doof. Frage ist, kann man sich auch im Nachhinein, nochmal irgendwie die Parteien wechseln oder so? So rein theoretisch, wenn ich jetzt Teil der Banditen bin, kann ich ja jetzt rein theoretisch zu der Inquisition gezwungen werden. Aber geht's auch andersrum, wenn ich Teil der Inquisition bin, dass ich zu den Banditen wechseln kann? Denn als ich von denen festgenommen wurde, war ja alles fehlgeschlagen, was ich bei den Banditen gemacht habe. Angefangen hatte. Und das wollte ich jetzt nicht. Ich finde es cool, dass man so quasi Teil von denen werden kann. Da. Achso. Lass uns handeln. Nein, ich wollte nicht handeln. Ende. Ich wollte Ende. Ich wollte auch gucken, was wir hier noch an Quests hätten. Ich bleibe erstmal, glaube ich, hier bei denen. So, Ricardo. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Ja, stimmt, er war nur Armbrust. Gerade nicht. Sam?
Wegen Broga? Wegen Broga. Ja, der Broga soll sich um die Arbeiter kümmern. Ich hatte, Broga soll sich um die Arbeiter kümmern. Broga kümmert sich um alles, nur nicht um die Sorgen anderer Leute. Das ist nichts Neues und hilft dir leider im Moment wenig. Warum unternimmt Rachel nichts gegen ihn? Wenn ich ehrlich bin, sie ist einfach zu weich. Broga hat sie so eingeschüchtert, dass sie sich nicht gegen ihn durchsetzen kann. Und das, obwohl sie den Don selbst im Rücken hat. Ich hörte, Broga will den Don ablösen? Ha, klar will er das. Das weiß ja jeder. Doch keiner will es wirklich wissen, wenn du verstehst, was ich meine. Rachel ist etwas unentspannt. Ich weiß. Sie wartet immer noch auf das Fleisch. Tja, solange Broga hier noch die Oberhand hat, wird sie wohl darauf warten müssen. Wegen deiner Jagdgeschäfte. Erzähl mir etwas über deine Jäger. Louis ist ständig besoffen. Ich habe ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich wette, der hängt hier irgendwo im Sumpf an einer Bierflasche, anstatt zu jagen. Dark soll ebenfalls im Sumpf Beute machen. Was soll ich sagen? Ist bisher auch noch nicht wieder aufgetaucht. Naja, was mit mir ist, das siehst du ja. Ich habe einen Jäger namens Neil getroffen. Neil hält Wache auf der Straße zur Hafenstadt. Er soll aufpassen, was dort vor sich geht. Hier im Lager ist er mir keine Hilfe. Dein Jäger Dark gab mir Fleisch fürs Lager. Das sind gute Nachrichten. Das wurde auch Zeit. Bring es zu Rachel, wenn du es noch nicht gemacht hast, okay? Okay. Ich denke nicht, dass Louis so bald mit dem Saufen aufhören wird. Ja, ich weiß. Und trotzdem ist er ein guter Jäger, wenn er nicht gerade seinen Rausch ausschläft. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch eben schnell das Fleisch wegbringen. Rachel? Ich spreche nicht mit dir. Lass mich bloß in Ruhe. Nein! Bist mir nicht geheuer. Nein! Was gibt's? Verdammt! Wie mache ich das jetzt? Scheiße. Die Götter haben uns verlassen. Beppo? Mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden. Auf gar keinen Fall gerichtet. Da ist er selbst. Ich spreche nicht mit dir. Am Ende müssen wir das. Ich habe auf jeden Fall. Was ist hier irgendwas? Das sind die erledigten Dinger. Die Stürme werden schlimmer. Kann ich das wieder richtig machen? Scheiße. Ja, dann würde ich sagen, ich schaue mal in der nächsten Folge, ob ich das irgendwie wieder gerichtet kriege. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.